Als Austauschschülerin wird man oft gefragt, warum man überhaupt ein Auslandsjahr machen sollte. Und deswegen werde ich euch jetzt meine Top-Gründe nennen, warum man ein Auslandsjahr machen sollte. An erster Stelle steht dabei natürlich auf jeden Fall die Sprache. Also wenn man ins Ausland geht, ist es ja eigentlich unausweichlich, dass man die Sprache des Landes dort lernt. Ob es Englisch ist, ob Spanisch ist oder irgendeine andere Sprache, du willst auf jeden Fall aus deinem Auslandsjahr wiederkommen und in dieser Sprache besser sein. Auch wenn sie am Ende immer noch nicht flüssig ist, weil du vielleicht die Sprache vorher gar nicht gesprochen hast, wirst du auf jeden Fall ganz schnell merken, wie sich dein Englisch oder deine andere Sprache sehr viel verbessert, du selbstbewusster wirst und du ganz schnell Konversationen hast, wo du vorher dachtest, dass du sie nie in deinem Leben hättest haben können. Und das bringt dich natürlich letztendlich auch in deinem Leben sehr viel weiter. An zweiter Stelle stand für mich auf jeden Fall so die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, die man durch ein Auslandsjahr erlangt. Weil wenn man für ein Jahr oder auch für ein halbes Jahr alleine in ein anderes Land zieht, ist das etwas, was unausweigerlich auf dich zukommt. Also du musst dabei sehr viel mit dir selbst ausmachen. Du musst dich um Dinge selbst kümmern, was du vorher nicht gemacht hast. Du musst dich um Arzttermine kümmern, du musst dich zurechtfinden. Du musst teilweise für dich einstehen, wenn zum Beispiel in deiner Gastfamilie nicht alles rund läuft. Und dabei lernst du eben ganz viel für deinen eigenen Charakter, um so auch an dir selber zu wachsen. Und das ist etwas, was dich am Ende sehr auszeichnen wird und was jeder an dir bewundern wird, wie selbstständig du einfach alle deine Probleme lösen kannst. An dritter Stelle steht auf jeden Fall das, was dein Auslandsjahr dir für die Zukunft bringt. Also ob es jetzt die sprachlichen Fähigkeit, die Selbstständigkeit oder was auch immer du in deinem Auslandsjahr für dich gelernt hast, ist, dein Auslandsjahr wird dich in deiner Zukunft so sehr beeinflussen. Es wird dich jeden Tag in deinem Leben begleiten. Du wirst so oft daran denken und es wird wahrscheinlich auch ganz neue Wege für dich öffnen. Du findest dich vielleicht selber. Und vielleicht hat dein neuer Job auch was mit deinem Auslandsjahr zu tun. Was du in deinem Auslandsjahr auf jeden Fall auch mitbekommst, ist die Kultur. Du lernst in einem Auslandsjahr oder in einem Auslandshalbjahr die Kultur auf eine ganz andere Art und Weise kennen, als wenn du nur für 2 Wochen in ein Land reist und dir dort alles anschaust. Du wirst Teil dieser Kultur, du trägst diese Kultur mit in die Außenwelt und irgendwie bist du auch ein Repräsentant für diese Kultur in deinem eigenen Land zu Hause. Und deswegen ist es total die schöne Erfahrung, wenn du dann deinen Freunden und deinen Eltern mitteilen kannst, wie es eben in einer anderen Kultur zu leben ist. Eins dieser typischen Dinge, die einem immer nachgesagt werden nach einem Auslandsjahr, ist, dass man super viel selbstbewusster ist. Und da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also Persönlichkeitsentwicklung ist auf jeden Fall etwas, was dich in deinem Auslandsjahr oft begleiten wird. Du wirst oft Sachen hinterfragen, wo du vorher vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast und auf jeden Fall am Ende in deinem Charakter sehr viel gefestigter sein, sehr viele, nicht unbedingt andere Meinungen haben, aber die einfach über sehr viele Dinge klar werden, die dich betreffen und die auch Sachen in deinem Umfeld betreffen. Und das ist etwas, was auf jeden Fall richtig wunderschön ist. Also das kann richtig eine gute Selbstfindungsphase sein, wenn man sich auch eben darauf einlässt. Und das ist eine total wichtige Sache, die ich jedem Austauschschüler auf jeden Fall mitgeben würde und das auch dir unbedingt ans Herz legen würde, dass du dich einfach darauf einlässt. Was für mich im Auslandsjahr auch total wichtig war, waren die Erfahrungen. Das steht für uns jetzt hier gerade an 6. Stelle, die man sammelt. Also Erfahrungen können sowohl positiv sein als auch negativ. Es ist nicht richtig zu sagen, dass in einem Auslandsjahr immer alles nur total gut abläuft. Es gehören auch die negativen Erfahrungen dazu, aber natürlich überwiegen meistens die positiven Erfahrungen. Also auch in meinem Auslandsjahr hatte ich so viel Spaß und das ist etwas, was einen weiter prägt und das gleitet auch eigentlich gleich in den 7. Punkt über, denn die Erinnerungen, die du in deinem Auslandsjahr sammelst, wie ich schon bereits gesagt habe, die werden dich dein Leben lang begleiten. Das sind so Golden Memories, die immer wenn die aufkommen, zaubern sie dir ein Lächeln ins Gesicht und man freut sich einfach nur total darüber zu sprechen und sich daran zu erinnern. Und das sind einfach Zeiten in der Jugend, so die vergisst man, glaube ich, nie im Leben und die bewahrt man sich einfach im Herz auf. Ein weiterer Grund, ein Auslandsjahr zu machen, sind auf jeden Fall die Kontakte, die man dort knüpft. Denn zum einen wohnt man ja bei einer Gastfamilie, die innerhalb dieses Zeitraums, in dem man dort lebt, auf jeden Fall auch zu einer sehr engen Bezugsperson oder zu sehr engen Bezugspersonen werden. Und auch die Freunde, mit denen man das Auslandsjahr verbringt, ob das jetzt Internationals sind oder eben die Freunde von deiner Highschool, die eben Locals sind. Das ist total egal, aber diese Zeit, die man mit denen erlebt, ist so intensiv und ich glaube, dass macht nochmal so eine ganz andere Ebene von der Freundschaft aus. Also dieser Bond, der sich zwischen diesen Leuten spannt oder zwischen dir und deinen Freunden spannt, der wird dir irgendwie dein Leben lang wahrscheinlich auch erhalten bleiben. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch einer der Top-Gründe, warum man ein Auslandsjahr machen sollte. Wenn ich dich mit diesen Gründen überzeugen konnte, ein Auslandsjahr zu machen, dann geh jetzt auf unsere Seite und nutze unseren Vergleichsrechner, um die perfekte Austauschorganisation für dich zu finden. Was mich noch interessieren würde, ist, was ist für dich der wichtigste Grund, ein Auslandsjahr zu machen? Schreib es uns einfach in die Kommentare.